Willkommen auf dem BC Pirat YouTube Kanal. Heute gebe ich euch die amerikanische Sonderserie. Wieso? Ich war zu Weihnachten in New York. Während ich dort war, war ich auf dem Platz, an dem die Twin Towers standen, und im Museum darunter. Da habe ich mich dann erinnert, dass dies nicht das erste Mal war, dass ein Wolkenkratzer in New York von einem Flugzeug getroffen wurde. 56 Jahre früher, am 28. Juli, wurde das Empire State Building mit der damaligen Rekordhöhe von über 400 Meter auch von einem Flugzeug getroffen. Dies war aber kein Terroristenanschlag. Das Flugzeug gehörte zur US-amerikanischen Luftwaffe, eine B-25 Mitchell Bomber, der einen routinemäßigen Personentransportmission flog. Es hatte die Stadt in dickem Nebel erreicht und der Pilot war demzufolge desorientiert, denn er konnte nur ein paar hundert Meter weit sehen. Da es das Jahr 1945 war, waren Flugzeuge nicht mit Satellitennavigationssystemen ausgerüstet, was geholfen hätte, das Flugzeug auf Kurs zu halten. Also müsste die Besatzung sich auf die damaligen simplen Instrumente verlassen. Natürlich auch auf die Sicht. Leider war das bei dem Nebel, der sich oft bei Küstengebieten wie New York bildet, nicht genug. Laut Untersuchungsergebnisse stieg das Flugzeug und legte sich in eine scharfe Schräge, um das Gebäude zu vermeiden. Aber schaffte es leider nicht und traf das Gebäude zwischen dem 78. und 80. Stockwerk. Die Folge war, dass 14 Menschen starben, darunter die 3 Mann starke Besatzung des Flugzeuges. Dieses Ereignis ist zwar nicht vergleichbar mit der Tragödie im September 2001, doch es war das erste Mal, dass ein Flugzeug in einen Wolkenkratzer hineinflog. Wegen dieses Ereignisses waren neue Gesetze eingeführt worden, um Gebäude sicherer zu machen, genauso wie nach dem Fall der Twin Towers. Heutzutage steht das Empire State Building stolz im Herzen von New York City und dient gleichzeitig als Monument sowie Symbol dieser blühenden Metropole. Ein fehlender Baustein in der Fassade erinnert an die Stelle der Kollision. Dies ist ein zweiteiliges Video, also bitte schaut auch euch auf meinem Kanal den zweiten Teil an, sowie meine anderen Videos, die euch hoffentlich gefallen werden. Im zweiten Teil stelle ich euch den amerikanischen Doppeldecker im Spiel War Thunder vor. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte klickt Gefällt mir und folgt meiner Serie. Das war's vom BC Pirat. Danke fürs Zuschauen.